Oh yeah! Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. Heute schauen wir uns mal den brandneuen Soundcore Boom 2 an. Da schauen wir mal, wie er sich so schlägt. Wir schauen uns den Bass an, wir schauen uns die Lautstärke an und gucken mal, wie er sich im Soundcheck so gegen den JBL Extreme 3 schlägt. Das wird spannend, bleibt doch einfach dran. Los geht's, euer Speaker Shocker! Out of the box gibt es einmal ein USB-C auf C-Kabel, ein Quick-Start-Guide und natürlich den Boom 2. Dieser kommt mit einer Breite von ca. 29,5, einer Tiefe von ca. 10 und einer Höhe von ca. 18 cm und bringt 1,7 kg auf die Waage. Also zack in den Rucksack rein, easy going, passt. Das Design des Lautsprechers ist eine, ich sag mal, Geschmacksfrage. Alles ist sehr zweckmäßig gehalten, auch die Materialauswahl. Der Lautsprecher besteht zu einem großen Teil aus Kunststoff, lediglich die Frontblende, hier das Gitter, das ist aus Metall. Die Verarbeitung passt, hier gibt es gar keinen Grund zu bemängeln. Den Lautsprecher gibt es in drei Farben, einmal in Blau, so wie ich ihn hier habe, dann noch in Schwarz und in Olivgrün. Schön ist, das Gehäuse bzw. der Lautsprecher hat eine IPX7 Zertifizierung, also macht ihn sowas hier gar nichts aus. Also am See, am Pool oder am Strand oder im Badezimmer, für den Boom 2 kein Problem. Die Bedienung des Soundcore Boom 2 findet an der Oberseite statt. Hier finden wir die üblichen Verdächtigen. Ganz klar, Ein- und Ausschalter, Bluetooth-Verbindungstaste, Lied vor, zurück, lauter, leiser, alles kein Thema. Dann haben wir hier noch eine Taste, denn wir können noch weitere 99 Boom 2 mit dem Lautsprecher verbinden. Und dann haben wir hier noch die Bass-Up-Taste. Oh, das wird interessant für den Soundcheck. Die Tasten sind beleuchtet, aber die Beleuchtung lässt sich in der App noch individuell einstellen. Apropos Beleuchtung, natürlich hat der Lautsprecher eine fancy Party-Beleuchtung am Start. Die App bietet uns die Möglichkeit, voreingestellte Equalizer auszuwählen, aber wir können auch selbsttätig einen Equalizer erstellen. Über die Bass-Up-Taste am Lautsprecher können wir zwar auch das Licht ein bisschen einstellen, aber über die App geht es doch ein bisschen komfortabler und weitreichender. Hier können wir nicht nur den Modus auswählen, sondern auch direkt die Helligkeit oder die Farbe des jeweiligen Modus ändern. Das Schöne ist, in den weiteren Einstellungen können wir Hinweistöne von dem Lautsprecher uns ausschalten lassen. Hier lässt sich dann auch die Helligkeit der Tastenbeleuchtung einstellen oder sogar ausschalten. Schade, der Akkustatus wird hier nur balkenmäßig angezeigt. Die Prozentanzeige steht in den Handy-Einstellungen bei dem Bluetooth-Namen des Lautsprechers. An der Rückseite hinter der Gummilasche finden wir zwei Anschlüsse. Einmal den USB-C-Anschluss, um den Lautsprecher zu laden, und ein USB-A-Anschluss für die Powerbank-Funktion. Die Powerbank-Funktion bietet eine Ladeleistung von 5 Watt. Und die Halterung für die Gummilasche, die hat hier ein bisschen Stress. Der Boom 2 ist aufgebaut wie ein 2.1-System. Wir haben hier zwei Hochtöner mit jeweils 2,54 cm, sprich 1 Zoll, und ein Subwoofer mit ca. 11 x 7,5 cm. Dem zur Seite wird ja eine Leistung von maximal 80 Watt angegeben. Ich lasse das mal so stehen. Den Bass bekommt der Lautsprecher dann noch von zwei seitlichen Passivmembranen unterstützt. Das Musiksignal können wir über Bluetooth 5.3 einspeisen, dabei wird der Codec SBC unterstützt. Eine Spielzeit habe ich erreicht, wenn wir das jetzt wirklich voll aufdrehen, und damit meine ich bis zu dem Punkt, wo der Lautsprecher dann anfängt, den Bass ein bisschen zu reduzieren. Genau bis dahin habe ich mal gesagt, das ist hier maximal volle Kanne, dass wir wirklich den vollen Bass raushauen können. Und da bin ich so auf 6 bis 7 Stunden gekommen. Hält man die Lautstärke jetzt aber am Handy so bei 30-40%, das ist immer noch eine gute Lautstärke, dass man die Musik gut hört. Man kann sie aber noch ein bisschen dann unterhalten, wenn man ein bisschen lauter spricht. Dann bin ich so auf eine Spielzeit von 16 bis 17 Stunden gekommen. Vielleicht kommt man auch je nach Musik auf 18 Stunden hin. Eine Ladedauer habe ich mit einem 20 Watt Netzteil gehabt von 4,5 Stunden, aber ich muss auch dabei sagen, beim Laden habe ich den Lautsprecher selbst auch noch weiter genutzt. Und wie klingt der Lautsprecher jetzt? Er ist bassig. Ja, das wird ja auch so angegeben, und ja, ich habe ihn eigentlich immer mit der voreingestellten Equalizer-Stufe genommen, also diese Soundcore Signature-Einstellung, und den Bass ab, also den Bass habe ich immer eingeschaltet. Und ja, dann geht schon einiges. Jetzt, wenn du ihn vielleicht direkt bei dir auf den Tisch stellst, vielleicht nicht ganz so direkt, aber wenn du ihn vielleicht mal im Regal oder vielleicht mal auf der Fensterbank stellst, dann geht da schon richtig was nach vorne. Und das macht dann auch schon, ich sag mal, eine Menge Spaß und beeindruckt dann auch schon ein bisschen. Wenn man mal die Größe des Lautsprechers bedenkt und vielleicht auch das Gewicht ein bisschen im Hinterkopf behält, dann ist das gar nicht mal so übel und dann doch schon recht imposant. Dabei ist es jetzt gar nicht mal so schlimm, wie man denkt, dass man hat jetzt nur Bass. Und Höhen und Mitten kommen jetzt gar nicht mehr so durch. Klar, der Bass steht hier völlig
im Vordergrund. Aber das kann man ja auch mit anderen Equalizern sich selber einkreieren und dann einstellen, dann passt das auch. Aber es ist schon so, dass der Bass wirklich sehr gut im Vordergrund steht. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt keine Höhen und keine Mitten mehr, dass die da komplett irgendwie weggelöscht werden oder quasi vom Bass weggedrückt werden. Nein, das ist jetzt nicht ganz so. Und der Bass ist lieber so, dass er Musik hat wie David Guetta, was von Bennett oder einfach so elektronische Dance-Musik oder sowas. Das steht ihm richtig gut. Da haut er richtig einen raus und macht dann auch eine ganze Menge Spaß. Klar, wir brauchen jetzt hier nicht von Bühne zu reden, es ist nur der Lautsprecher ist nur 30 cm breit, aber trotzdem, wenn Stereo-Effekte da sind, dann hört man die und das macht, ich finde das immer noch, macht es mehr Spaß als jetzt irgendein Mono-Lautsprecher. Das kriegt er hier auf jeden Fall besser hin. Wenn wir jetzt Lieder haben, wo ein bisschen mehr Details in den Höhen zu sein scheinen und die dann da sein sollen, ja, dann ist es besser, wenn du jetzt den Lautsprecher nicht so laut hast und dich ein bisschen näher an dem Lautsprecher dran setzt, dann hörst du die auch gut durch. Hast du den Lautsprecher jetzt irgendwie, ich sag mal, in der Ecke des Raumes stehen oder sowas und willst einfach nur so ein bisschen die Musik knallen haben, dann kommt das jetzt nicht mehr ganz so durch, muss man dann ein bisschen genauer hinhören. Und genauso ist es bei den Mitten auch. Man muss da ein bisschen genauer hinhören, aber das hält sich alles im Rahmen. Und wie gesagt, man kann sich selber ja auch noch einen eigenen Equalizer einstellen. Was er in den Standardeinstellungen mit dem eingeschalteten Bass ab gar nicht so gut leiden mag, das sind so ganz, ganz schnelle Beats oder ganz, ganz schnelle Rockmusik, Metal oder sowas, wenn da wirklich das Schlagzeug richtig massiv schnell bearbeitet wird, dann mag er das nicht ganz so, da kommt er nicht ganz so mit klar. Da muss man hier ein bisschen den Bass runterregeln und vielleicht in den Höhen noch ein bisschen im Equalizer nachregeln und dann passt es hier auch schon wieder. Wenn man mal bedenkt, der Lautsprecher liegt bei um die 120-100 €, so soll er kosten. Und dann ist das gar nicht mal verkehrt. Vor allem, man kann ja im Equalizer noch einiges nachregeln. Diesen übertriebenen Bass kann man ihn jetzt nicht ganz austreiben. Dafür ist er gedacht, das soll er ja auch so machen. Und das macht er. Und das ist schon mal eine ganz interessante Sache. Und hier finde ich es auch gut, dass das Gehäuse dabei stabil ist. Der Subwoofer da drin, der ist gut am Arbeiten. Die Passivmembranen sind gut am Arbeiten. Aber das Gehäuse an sich vibriert da kaum. Und das finde ich gut, denn so geht der ganze Sound eigentlich auch gut in den Raum rein. Und jetzt haben wir schon so ein bisschen über den Klang gesprochen. Ich habe auch hier wieder eine kleine Messung gemacht. Und da sehen wir, der Bass, der haut schon ganz gut rein. Und zwar geht das Ganze bei der Größe schon echt interessant bei 60 Hertz los. Da haut er natürlich richtig rein und er hat eine gute Erhöhung, ich sag mal, bis um die 150 Hertz. Läuft aber dann, ich sag mal, fast ganz gut und relativ linear, relativ gesehen, sage ich jetzt mal, sowieso nur eine tendenzielle Messung, aber doch ganz gut durch. In den Höhen kommt dann noch mal ein bisschen mehr Spritzigkeit, passt aber, mag ich so eigentlich. Machen wir jetzt diese Bass-Up-Funktion mal aus, dann sehen wir, dass er in der Serie auch schon gut den Bass ein bisschen nach vorne schiebt. Aber wir sehen generell mit der Bass-Up-Funktion, dass generell auch die Mitten und so, dass das auch ein bisschen angehoben wird. Und so hört sich der gesamte Lautsprecher auch einfach noch mal ein bisschen voluminöser an. Jetzt hat das Ganze natürlich auch einen Nachteil, und zwar, wenn wir die Lautstärke jetzt wirklich erhöhen, das heißt, beim Handy über 70% der Lautstärke, fängt der Lautsprecher an, den Bass dann doch zu reduzieren, damit es eben nicht zu Überzerrungen oder Verzerrungen kommt. Und dann sehen wir hier auch, wenn wir hier uns die Messung mal ansehen, was dann passiert, er wird dann eigentlich noch ausgeglichen. Und das, finde ich, ist eine ziemlich coole Sache, wenn du ihn voll laut machst. Es ist nicht so, dass du dann, der Bass ist dann weg, die Höhen sind kreischig oder sowas. Das hast du hier gar nicht. Das passt alles. Er hört sich dann eigentlich dann gut ausgeglichen an und kann dann auch eine gute Lautstärke von 98 Dezibel gemessen in 1 Meter Entfernung in Dezibel C erreichen. Bei um die 93 Dezibel gemessen auch hier wieder 1 Meter Entfernung bei Dezibel C fängt er dann aber so langsam an, den Bass zu reduzieren. Aber trotzdem finde ich, das sind gute Werte. Und jetzt haben wir schon so ein bisschen über die Daten und den Klang des Lautsprechers gesprochen. Ich möchte euch auch hier wieder einen kleinen Eindruck geben, wie der Lautsprecher so in etwa klingt. Einmal mit den eingeschalteten Bass-Up-Funktionen und einmal ohne. Und als Vergleich natürlich auch mit dem JBL Extreme 3. Dazu habe ich da noch ein paar weitere Lieder hinten dran gehangen, um generell, damit ihr euch den Lautsprecher mal so ein bisschen anhören könnt. Tragt dazu am besten eure Kopfhörer, denn das ist auch wieder eine 3 dB neurale Aufnahme. Aber denkt dran, ein Live-Eindruck kann das natürlich nicht ganz ersetzen. Spaß macht's trotzdem. Los geht's. Of a lion, right?
Interessant, was da passiert, oder? Ich hatte ja am Anfang so ein bisschen meine Probleme mit dem Lautsprecher, aber je mehr ich mich mit ihm beschäftigt habe und je länger ich ihn gehört habe, desto cooler fand ich ihn, weil das Interessante ist, er ist jetzt nicht riesig groß, er wiegt auch nicht viel, aber was dabei dafür rauskommt, das ist schon recht interessant. Und wenn man jetzt mal den Preis bedenkt, 120 Euro, vielleicht wenn er manchmal im Angebot ist, ist es noch geiler, dann passt das richtig geil. Du hast bassigen Sound, der soll knallen, das macht er auch. Du hast einen klaren Sound, das passt alles. Und wenn irgendwas ist, kannst du den eigenen Equalizer einstellen, passt auch, finde ich cool. Das Design, ja, okay, muss man mögen, ist zweckmäßig, aber wenn er mal irgendwo hinfällt oder so, das passt alles, stört nicht. Das juckt dem Lautsprecher nicht, ist zweckmäßig. Wenn er im Rucksack irgendwo ist, auch alles in Ordnung. Was nicht so toll ist, wir haben keinen Klinkenanschluss. Jetzt sagt der eine oder andere, das ist viel zu altmodisch. Ja, aber ich stehe auf Klinke, manchmal Bluetooth. Finde ich manchmal nicht so geil, besonders nicht, wenn ein Windows-Device auf Bluetooth einfach mal gar keinen Bock drauf hat, weil es nicht drauf klarkommt. Nee, schade, dass wir das nicht haben. Aber liebe Leute, was haltet ihr von Soundcore und besonders den Boom 2? Ich finde ja, Soundcore ist in dem Segment cool. Die machen geilen Sound, knalligen Sound und das finde ich zum fairen Preis. Aber liebe Leute, schreibt mir mal eure Meinung unten in die Kommentare, da bin ich mal sehr gespannt. Hier oben habe ich jetzt noch zwei andere Videos für euch, schaut euch die ganz gerne an. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst ihr noch gerne einen Daumen nach oben da oder auch direkt ein Abo für diesen Kanal. Und dann würde es mich riesig freuen, wenn wir uns im nächsten Video alle zusammen wiedersehen. Macht's bis dahin gut, liebe Leute. Bleibt mir gesund und munter. Bis dahin, euer Speakerschocker. Tschüss.